Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ja, liebe FreundInnen von Saatkorn, heute heißt es, bis der Arzt kommt. Das ist ein Thema, was ich noch nie hatte hier auf Saatkorn, finde ich ganz cool eigentlich. Ich habe zu Gast jemanden, der umfangreiche Erfahrung hat im ganzen Recruiting-Kontext und seit einiger Zeit sich um das Ärztethema kümmert. Das betrifft ja irgendwie jeden von uns. Vielleicht nicht immer im Recruiting, aber sozusagen von der anderen Seite kennt die Situation natürlich jeder Mensch. Und ich freue mich, dass wir heute mal darüber sprechen können, wie das im Recruiting aussieht mit den Ärzten. Zu Gast ist Konstantin Degner. Er ist zuständig für Recruiting Solutions bei Ärztestellen, so steht es auf LinkedIn, ist im Deutschen Ärzteverlag angestellt. Und ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Konstantin. Hallo Gero, danke für die Einladung. Ja, vielleicht starten wir damit, dass du einmal berichtest, wie du eigentlich da gelandet bist, wo du jetzt beruflich bist. Du hast ja ein paar interessante Stellen schon inne gehabt und jetzt bist du im Ärzteverlag. Wie ist es dazu gekommen? Ja, gerne. Also angefangen ursprünglich mal mit was ganz anderem, ganz andere Branche, komplett fremd. Und dann 2014 von der alten Branche geflüchtet und dann in das Thema HR durchgestartet. Und ja, seit rund so 10 Jahren dreht sich bei mir alles rund um die Themen Employee Learning, Employer Branding, aber eben halt insbesondere Recruiting. War unter anderem bei Learnship, hat auch so ein paar Verflechtungen zu Bertelsmann, wo du auch angehörig bist. Ich weiß nicht, ob du da schon mal Berührungspunkte mit Learnship hattest. Und unter anderem auch dann 5 Jahre bei Stepstone und jetzt seit 3 Jahren beim Deutschen Ärzteverlag. Und unterstütze hier ja Personalverantwortliche im Gesundheitswesen rund um das Thema Recruiting und Retention und probiere ja in meiner Rolle so ein bisschen ein Bewusstsein für die spannende Welt des Recruitings in der Gesundheitsbranche zu schaffen. Ich glaube, das sind dicke Bretter, die da gebohrt werden müssen. Ich schilder vielleicht einfach mal ein Erlebnis, was ich vor einigen Jahren schon hatte. Und seitdem ist der Ärztemangel definitiv nicht geringer geworden, sondern hat sich verstärkt. Ich habe 4 Kinder und irgendwann Weihnachten, das war in der Tat von Heiligabend auf den ersten Weihnachtsfeiertag, haben wir bei meinen Eltern gefeiert im Sauerland. Und nachts hat unser damals 3-jähriger Sohn Fieberkrampf bekommen. Das war für mich ganz, ganz, ganz schlimm. Gott sei Dank ist meine Frau Hebamme, die ist cool geblieben und hat gesagt, okay, wir müssen jetzt ins Krankenhaus. Es war nachts um 3, wir hatten schon geschlafen und ich bin dann wirklich alle Verkehrsregeln missachtend mit Volker Racho ins Krankenhaus gefahren. Wir kamen dann da an, war natürlich Notbesetzung, logisch, ne? Also in der Nacht. Und hatten nur englischsprachige Betreuung. Das war jetzt Gott sei Dank kein Problem, weil ich relativ gut Englisch sprechen kann. Aber ich habe in dem Moment gedacht, du bist total in Panik, aufgelöst und musst auf Englisch dann erklären, was dein Kind hat. Und dann sagt dir jemand anders was, was du in der Panik vielleicht auch nicht so richtig verstehst, wenn du kein Englisch kannst. Riesenthema. Mhm. Das war mein persönlicher Bezug zu diesem Thema. Das ist seitdem nicht besser geworden. Also der Ärztemangel ist halt da und man stellt ja fest, dass viele Menschen inzwischen, viele Ärzte aus dem Ausland auch rekrutiert werden müssen, weil wir hier gar nicht mehr genügend finden. Insofern, das ist so mein ganz persönlicher Bezug zu dem Thema. Du kennst wahrscheinlich viele solcher Geschichten. Du schmunzelst so ein bisschen, ja. Kommst mir zumindest vor. Ja, aber wie beurteilst du den Markt in diesem Segment? Das ist jetzt anekdotisch gewesen. Vielleicht hast du ein paar Zahlen parat. Wie entwickelt sich überhaupt der Arbeitsmarkt für Ärzte? Ja, es ist ein sehr, sehr spannendes Feld. Und ich kam ja, wie gesagt, eher, sag ich mal, aus Recruiting-Sicht, aus dem Breiten, aus dem Massenmarkt, ne, mit Stepstone und auch als Historie und dann in die Nische rein. Und also wir haben halt die Situation, auch Ärztemangel, du hast es schon angesprochen. Wir haben so im Schnitt, kann man sagen, so rund 19.000 vakante Positionen im ärztlichen Bereich.
Und davon bleiben auch so Schätzungen zufolge zwischen 7.000 bis 9.000 auch unbesetzt. Was dann eben halt zu den entsprechenden Konsequenzen auch führt. Und da ist enorm, sag ich mal, enorm Druck auf dem Kessel, wie man so schön sagt, für alle Beteiligten. Also du spürst es in deinem privaten Umfeld, die Einrichtungen, die Krankenhäuser, die medizinischen Versorgungszentren, die spüren es. Die Recruiter stehen vor großen Herausforderungen. Also es ist eine große Gesamtgemengelage mit vielen Verflechtungen. Ich stelle mir das deutlich komplexer vor als in anderen Marktbereichen. Und dazu auch nochmal anekdotisch. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der Arzt ist. Und ich kriege immer mit, wenn ich mich mit dem so unterhalte, dass der Markt ja ungleich regulierter ist als die freie Wirtschaft, wo ich mich meistens aufhalte. Ne? Wo man also theoretisch ja sehr, sehr viel machen kann. Das ist im Krankenhausbereich nicht ganz so einfach, weil der Kostendruck irgendwie nochmal anders ist und man, wenn man zumindest ein staatliches Krankenhaus ist oder so, gar nicht viel am System ändern kann. So ist zumindest mein Eindruck. Wie beurteilst du das? Absolut. Das ist auch einer der Punkte, was so das Recruiting im ärztlichen Bereich oder auch in der Pflege dann auch sehr besonders macht, weil, sag mal, die Ärzte bilden ja mit das Rückgrat oder das sind ein wesentliches Element unserer Gesundheitsversorgung. Und die Gesundheitsversorgung ist ja natürlich sehr politisch durchtrieben. Das heißt, politische Entscheidungen können Einfluss nehmen auf das Recruiting, ja, auf die Verfügbarkeit und so weiter, auf Gehälter. Und das sehen wir jetzt in Teilen ja auch. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Vor einem Jahr war die Pressekonferenz von Dr. Lauterbach zu den Ideen der anstehenden Krankenhausreform. Und jetzt ein Jahr später ist man immer noch nicht, wir gehen langsam auf die Zielgerade, aber wie es jetzt genau aussieht, ist oft noch unbewusst. Und diese 12 Monate plus bis Ostern soll es abgeschlossen sein, dieser Zeitraum hat für viel Unruhe im Markt gesorgt und auch für viel Spannung, weil eben halt dann die Frage war, okay, was für ein Haus bin ich denn nach der Krankenhausreform? Brauche ich die Ärzte, die ich heute habe, die ich jetzt vielleicht auch rekrutieren möchte, brauche ich die in naher Zukunft überhaupt noch? Und da sieht man, dass das enormen Einfluss eben halt hat, politische Entscheidungen auf Personalstrategien in den beteiligten Krankenhäusern, Versorgungszentren, Praxen und so weiter. Ja, also das ist ganz, ganz stark und ja, deutlich anders, auch, glaube ich, in den beiden Bereichen, wo wir aus der freien Wirtschaft kommen, was wir bis dato kennen. Allerdings denke ich, wenn man jetzt mal eher über die Zielgruppe hier vom Saatkorn-Podcast so nachdenkt, das Thema Recruiting in diesem Kontext ist natürlich echt anspruchsvoll auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite war mein Eindruck über die Jahre, und ich hatte immer auch hier beruflich anekdotische Bezugspunkte, weil wir hin und wieder mal Krankenhäuser auch beraten haben im Employer Branding, wo ich immer das Gefühl hatte, die Branche hängt der freien Wirtschaft total hinterher. Das hat natürlich was mit den strukturellen Herausforderungen zu tun, die du gerade angesprochen hast. Aber da ist unglaublich viel zu tun, unglaublich viel Gestaltungsspielraum, wenn man in diesem System sozusagen einmal drin ist. So ist mein Eindruck von außen. Man kann da viel machen und es kommt jetzt noch was hinzu. Die Sinnfrage, die muss sich da natürlich niemand stellen. Ne? Also wenn man Recruiterin ist und sich überlegt, ich suche irgendwie einen Job, der sinnvoll ist im Recruiting, ein Arbeitgeber, da ist natürlich dieser Bereich eigentlich total prädestiniert dafür. Hilft das? Ist das wirklich ein Thema? Jetzt mal kurz nur über die Zielgruppe der RecruiterInnen gesprochen, die in diesem Bereich unterwegs sind. Sowohl als auch. Also wir haben halt die Situation, das musste ich dann eben auch lernen, als ich vor 3 Jahren mich dem Thema Ärzte dann gewidmet habe. Man hat halt sehr viel historisch gewachsene Strukturen und sehr viel, was eben noch, wenn man so denkt, hängt so ein bisschen der Zeit hinterher. Gleichzeitig kommen aber auch viele neue Recruiter, sag ich mal, in die Branche rein, die was verändern wollen und die aber auch da den Purpose letztendlich sehen. Ne? Es geht ja, also ich meine, die haben ja 2 Baustellen. Es ist ja nicht nur das Thema Ärzteschaft, es ist ja auch das Thema Pflege. Ja, also die sind ja wirklich dann im Bereich unterwegs,
wo wirklich Fachkräftemangel durch und durch herrscht. Und das sieht man schon, also jetzt auch, ne, mit den Gesprächen, die wir führen, dass mit den Recruitern, die nachkommen, sie zum einen was verändern wollen, aber auch so diesen berühmten Purpose in ihrer Arbeit. Also es ist so ein bisschen, ich würde mal sagen, die Gespräche sind unterscheiden sich so ein bisschen von den Gesprächen, die ich früher geführt habe, weil da auch richtig Herz wirkt. Also ja, jeder Recruiter hat Herzblut, das hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber es ist irgendwie schon mal nochmal, diese Bedeutung ist ihnen bewusst, die das Ganze hat. Das muss man schon sagen, ja. Lass uns mal ein bisschen über die Besonderheiten jetzt im Kontext Ärzte-Rekrutierung sprechen. Ja. Wir hatten ja schon so ein bisschen eingekreist, politische Rahmenbedingungen, strukturelle Rahmenbedingungen. Man kann nicht einfach irgendwo immer weiter an der Gehaltsspirale drehen, gilt in anderen Bereichen auch, ist aber hier nochmal deutlich, glaube ich, reglementierter als in anderen Bereichen. Dann spielt Recruiting aus dem Ausland sicherlich eine Rolle. Ja, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen Einblick geben, was sind die Besonderheiten eigentlich im Ärzte-Recruiting? Ja, gerne. Politisches Thema hast du angesprochen, ist so eine Besonderheit, die viele Auswirkungen hat, dann eben aber halt die Zielgruppe der Ärzteschaft an sich. Ne? Da gibt es natürlich auch dieses Thema Ärztemangel. Wir haben auf der einen Seite so viele berufstätige Ärzte wie noch nie, gleichzeitig sprechen wir vom Ärztemangel, das ist so ein bisschen paradox. Hat aber halt Gründe und Ursachen, unter anderem demografischer Wandel. Heißt, du hast auch eine Zielgruppe, die vom Durchschnittsalter gehoben ist. Also jeder fünfte Arzt steht unmittelbar, ne, vor dem Ruhestand. Gleichzeitig kommen zu wenig neue Ärzte nach. Das liegt an mangelnden Ausbildungsthemen und so weiter. Aber auch das Thema Attraktivität, Image, Druck, mangelnde Digitalisierung und. Das ist dann das Problem, das Thema des Ärztemangels, das dann verschärft. Und dann die Zielgruppe an sich hat viele Besonderheiten. Und zwar Unterschiede von Fachbereich zu Fachbereich, von Position zu Position. Und das Ganze führt halt dann dazu, dass ich so ein bisschen mein handwerkliches Recruiting ein bisschen anpassen muss und es dann vielleicht nochmal etwas schärfer zielgruppenbezogen ist als in anderen Bereichen. Also man kann, es reicht in der Tat nicht aus zu sagen, okay, ich habe jetzt hier für die Ärzte mein Employer Branding Konzept, ich habe jetzt konkrete Stellenanzeige für Ärzte, kann in Teilen schon nicht ausreichen. Warum das ist, nenne ich dir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal zum Beispiel das Thema Radiologie. So, in Deutschland gibt es im Angestelltenverhältnis rund 8.500 Radiologen bundesweit. Davon, also wir wissen in etwa, dass so rund 15% aktiv suchend sind, der Großteil eben latent suchend. Ne? Das heißt allein hier, wenn ich schon sehe, okay, ich habe diese Zielgruppe, es gibt nur 8.500 im ganzen Bundesgebiet, also ne, so know your numbers. Wie muss ich denn meine Maßnahme darauf abstimmen, dass ich dann die entsprechende Person überhaupt erreiche? Ja? Hinzu kommt, dann geht es schon weiter, dann bist du in dem Thema Botschaften drin. Nehmen wir jetzt mal den Bereich Kinder- und Jugendmedizin hinzu. Bei Kinder- und Jugendmedizin haben wir auch so etwa 9.000 Ärzte im Angestelltenverhältnis. Davon sind mehr als die Hälfte, also über 60% sind weiblich und davon sind mehr als 50% unter 50 Jahre. So, jetzt nehmen wir die Radiologen. Da hast du 60% Ärzte und mehr als die Hälfte davon ist über 50 Jahre. Und ich glaube, man braucht andere Botschaften, wenn ich den Kinder- und Jugendmediziner oder Medizinerin adressieren möchte, als den Radiologen. Das heißt, du siehst schon innerhalb, ne, dieser Fachbereiche deutliche Unterschiede. Und das sind so die Besonderheiten, die man dann im Recruiting berücksichtigen muss. Und eben halt auch die Tatsache, wo erreiche ich oder wie erreiche ich diese. Und ich hatte das mal gesehen im Vortrag von Henrik Zaborowski. Der hatte mal gesagt, im Recruiting ist im Grunde genommen ganz einfach. Du musst wissen, wer ist meine Zielgruppe? Also das heißt, bei uns konkret, in welchem Fachbereich, wie ist da das Angebot am Markt, wie ist die Verteilung, Besonderheiten, wie erreiche ich diese Zielgruppe, also wie ist sie unterwegs, welche Medien nutzt sie, was sind meine Botschaften und was bin ich letztendlich bereit zu investieren? Und diese vier Fragen, wenn man sich diese in Ruhe beantwortet, dann bekommt man so diesen Schlüssel, wie ich das ärztliche Recruiting erfolgreich angehen kann. Weil da gibt es, wie gesagt, wie geschildert gerade, schon deutliche Unterschiede in so kleinen Feinheiten. Ist allerdings so, wenn ich dir so zuhöre, ich würde hinter allem einen Haken machen, was du sagst.
Nur gleichzeitig denke ich, das ist gegenüber anderen Zielgruppen gar nicht so anders. Warum? Weil wir ja insgesamt eine totale Individualisierung feststellen. Also dieses Employer Branding von früher, wir machen mal eine Arbeitgebermarke und dann werden sich schon alle bewerben. Klammer auf, ist auch egal, ob sie sich bewerben. Hauptsache, das Image des Unternehmens wird nach außen getragen. Die Zeiten sind ja komplett vorbei. Also in Zeiten jetzt der ArbeitnehmerInnenmärkte, von denen, glaube ich, dieser Ärztebereich ganz besonders stark und auch früh schon betroffen war und ist und auch sein wird, war Demografie. Da ist das vielleicht besonders stark jetzt schon spürbar. Ich erlebe es allerdings fast bei allen anderen Zielgruppen auch. Also ITler ist ja auch nicht ITler, sondern auch da musst du sehr genau wissen, wer es ist und deine Zielgruppe ganz genau verstehen. Insofern wird Recruiting insgesamt deutlich anspruchsvoller, hat auch was mit der technologischen Entwicklung zu tun. Also ich kann Leute halt heutzutage ganz anders, viel individueller adressieren, als das früher der Fall war. Klar, Datenschutz ist immer ein Thema, aber die technologischen Möglichkeiten haben sich halt total verbessert. Und dann stoßen wir natürlich auf ein Thema, Stichwort gesellschaftlicher Wertewandel. Ich muss das eben so bedenken, wenn du so unterschiedliche Zielgruppen hast, wie du es eben skizziert hast. Ja, einmal deutlich älter, eher männlich, einmal deutlich jünger, eher weiblich. Da hast du natürlich ganz andere Bedürfnislagen. Das ist ja Logo. Absolut, ja. Und das will ich überhaupt nicht werten, was ist gut, was ist schlecht, sondern das ist einfach so und damit muss man sich auseinandersetzen. Ja. Was mich mal interessiert ist, dein Eindruck dazu, oder anders nochmal, die Wirtschaft, habe ich das Gefühl, die wacht ja so langsam auf, auch wenn das viel zu langsam geht, in der Erkenntnis, man muss sich strecken, um gute Menschen gewinnen und auch halten zu können. Ist das in diesem ganzen Ärzte-Kontext auch schon so weit? Weil manchmal habe ich immer noch den Eindruck, dieser Mythos vom Chefarzt, der so eine Klinik steuert, fachlich zumindest, und dadurch regiert, ist da schon angekommen, dass dieser Wandel eigentlich erforderlich ist? Also der technologische Wandel, der Wertewandel, oder wie ist da so die Haltung? Sowohl als auch. Also du hast, du hast Speerspitzen, die eine Veränderung vorantreiben und auch was ändern möchten. Ganz offen gesprochen, beim Großteil im Klinikmarkt, bei den MVZs, der hängt wirklich Jahre hinterher. Mhm. Und wir reden hier über viele handwerkliche Grundlagen. Mhm. Ja, also sich Gedanken zu machen. Ja, also unterschiedliche Recruiting-Kanäle zu wählen, ne, und so weiter. Es geht dann wirklich da schon mit Basics los. Es gibt Chefärzte, die gehen da super voran. Du hast aber genauso, was wir also nicht selten erleben, gibt es dann so ein kleines Machtgefüge zwischen Recruiting und dem Chefarzt, der, ich meine, das ist dann, ja, kennst du auch von anderen, ne? Der Fachbereichsleiter diktiert dann in die Stellenanzeige rein, aber der Chefarzt macht das dann nochmal mit einem anderen Habitus. Dann landen die Bewerbungen letztendlich beim Chefarzt, der die natürlich Thema Schnelligkeit nicht direkt bearbeitet. Und das ist noch, wenn es so ist, deutlich weiter weg auf Augenhöhe, als es vielleicht eben halt mit klassisch, sag ich mal, einem Fachbereichsleiter ist und HR, wo dieses Bewusstsein da ist, ja, okay, wir müssen da mehr mit zusammenstecken. Das hast du da in der Form einfach noch nicht so. Also wir leisten viel so Missionierungsarbeit, will ich es mal nennen, um eben halt dieses Bewusstsein zu schaffen für Recruiting und Retention, wie es eben erforderlich ist. Das wundert mich jetzt an der Stelle auch nicht, weil das ist in vielen anderen Bereichen durchaus auch spürbar. Ich glaube nur, ich würde vermuten, bei euch deutlich stärker, weil das natürlich so eine Frage ist, wenn man sehr fachlich unterwegs ist, dann setzt man sich mit diesen Themen ja meistens nicht bewusst auseinander. Ne? Also was wir eben angesprochen haben, Wertewandel, Individualisierung, technologischer Wandel etc. pp. Und vielleicht hat man auch die Denke, naja, ich musste mich früher total anstrengen, dann sollen die jungen Leute heute das bitte auch mal tun. Und ich war ja auch bereit, immer Überstunden zu machen etc. 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 Ne? Da fallen einem ja 1000 Punkte zu ein. Und ich glaube, dass es halt im beruflichen Selbstverständnis wahrscheinlich manchmal schwer zu vermitteln. Und dazu kommt dann vielleicht auch die Denke, Recruiting, ja, kann ja eigentlich jede und jeder, so schwer kann es ja nicht sein, weil es jahrzehntelang rückwärts betrachtet auch gar nicht so schwer war.
Also wir kommen ja an so einen Tipping Point, wo wir merken, die ganze Szene, in der wir uns jetzt bewegen, ne, also Recruiting, professionalisiert sich total. Und das kriegst du natürlich eigentlich nicht mit, wenn du da fachlich auf einem vollkommen anderen Gebiet unterwegs bist. Also eigentlich muss man vielleicht den Menschen da an der Stelle auch helfen und die aufschlauen und sagen, das ist nicht abstrakt hier, das ganze Thema Fachkräftemangel, das ist sehr konkret und die Konsequenzen daraus sind wie folgt. Also vielleicht muss man helfen, fachlich fremde Leute da auch aufzuschlauen. Gibt es da Initiativen bei euch, dass ihr das macht? Ja, also wir betreiben unter anderem auch einen Podcast, wo wir immer Best-Practice-Beispiele zeigen. Also wie gesagt, Vorreiter mal ein Beispiel zu nehmen, wenn man doch gesagt hat, die neue Generation, die nachkommt, versus die heute, sag ich mal, das über Jahrzehnte aufgebaut haben. Wir sehen ja, die Generation, die nachkommen, die haben halt einfach ein anderes Verständnis für das Thema Arbeitszeiten, Work-Life-Balance. Bei den Ärzten sinkt die Wochenarbeitszeit. Das heißt, ich brauche zum einen als Recruiting-USP einfach auch flexible Arbeitszeitmodelle. Wir hatten vorletzte Folge den Herrn Odendahl zu Gast, Bereichsleiter Personal vom Klinikum Leverkusen. Die bieten allein für die Ärzteschaft 16 verschiedene Arbeitszeitmodelle an, von 2 Stunden bis Vollzeit, Homeoffice und so weiter. Und glaube ich, das genau sind die Methoden, die man benötigt. Und darüber probieren wir zu informieren in unserem Podcast. Wir veröffentlichen nächstes Jahr eine große Studie. Ärztin auf Jobsuche, wo wir auch diese ganzen Themen adressieren, was es zu beachten gilt und so weiter. Und da probieren wir vieles zu machen, viele Initiativen zu starten, um eben dieses Bewusstsein zu stärken und zu schärfen. Du hast gerade Stichworte genannt, was eh noch auf meinem Zettel drauf stand. Ärztinnen auf Jobsuche. Wie suchen die überhaupt? Also das ist jetzt eine sehr pauschale Frage, mir ist auch klar. Die suchen sehr unterschiedlich. Aber vielleicht kannst du schon mal so einen Sneak Peek geben in eure Studie. Vielleicht gibt es da schon erste Erkenntnisse. Ist es immer noch das Ärzteblatt? Das kenne ich nämlich aus dem Freundeskreis. Jetzt bin ich aber natürlich auch nicht mehr 25, 35, sondern auch schon über 50. Dementsprechend sind meine Freunde in dem Alter. Und ich stelle fest, dass bei den ÄrztInnen selbst die Digitalisierung auch nicht immer so voll präsent ist. Also die Nutzung von Social Media oder so ist da meiner Meinung nach deutlich weniger ausgeprägt. Also auch nur im Freundeskreis, ne? Hausfrauentest jetzt, aber. Ja, also da gibt es, ich sag mal, die komplette Bandbreite. Mhm. Also klar, das Deutsche Ärzteblatt, also wir mit Ärztestellen, sind, sage ich mal, also ist der führende Stellenmarkt für Mediziner in Deutschland. Und wir bedienen letztendlich halt mehrere Kanäle, eben unter anderem offline mit Print, mit dem Deutschen Ärzteblatt, aber eben halt auch online, klassische Jobbörse, Social Media, Kongresse für die Nachwuchsmediziner. Aber also es ist nach wie vor so, also jetzt meine, ich sag mal, eine pauschale Antwort, die pauschale Frage, eine pauschale Antwort. Ich formuliere es mal so, mit zunehmender Hierarchie steigt die Print-Affinität. wir haben eine große Studie aufgelegt, über knapp 4000 Ärzte uns angeschaut, wie die auf Jobsuche sind. Print ist nach wie vor der bevorzugte Kanal, medizinische Fachzeitschriften. Warum ist das so historisch gewachsen? Liegt auch einfach daran, im Arbeitsalltag zur Informationsbeschaffung spielt Print eine große Rolle. So, hinzu kommt das Deutsche Ärzteblatt. Die Herausgeber sind die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Bundesärztekammer. Das heißt, jeder Arzt bekommt dieses Ärzteblatt. Da sind auch Bekanntmachungen drin. Man kann Bekanntmachungen der Herausgeber, die ein Arzt lesen muss. Man kann seine Fortbildungseinheit machen. Jeder Arzt muss sogenannte CME-Punkte über einen gewissen Zeitraum erlangen. Also sozusagen der Führerschein, dass er weiter Arzt sein darf. Und dadurch hat halt Print einfach eine große Rolle. Gerade auch bei Latentsuchenden ist Print noch ein sehr, sehr guter Kanal. Und online gewinnt aber an Bedeutung. Also bei den Ärzten, die nachkommen, die Ärzte in Weiterbildung, da ist der bevorzugte Kanal Online-Jobbörsen.
Jetzt auch nicht mit großem Abstand, aber das sieht man eben halt schon so ein Shift in der Hinsicht. Auch da, es kommt auf die Zielgruppe drauf an. Suche ich jetzt einen Oberarzt bleiben wir mal bei der Radiologie in einem schweren Fachbereich, dann macht ein crossmedialer Ansatz natürlich Sinn. Suche ich jetzt einen Arzt in Weiterbildung Innere Medizin in Hamburg, kann ich mich auf einen Online-Kanal fokussieren. Ne? So, es geht immer um Wahrscheinlichkeiten, aber da kann man die Wahrscheinlichkeiten entsprechend steuern. Aber also Print nach wie vor sehr beliebt, online gewinnt an Bedeutung, auch Social Media funktioniert. Das jetzt mal zusammengefasst und gesagt mit der pauschalen Aussage, mit zunehmender Hierarchiestufe steigt die Printaffinität. Letzte fachliche Frage sozusagen in Anführungsstrichen von mir. Das ganze Thema Headhunting. Es gibt auch glaube ich, eine ganze Reihe von spezialisierten Headhuntern inzwischen in dem Bereich. Wie schaust du da drauf? Ich sag mal jetzt, spielt Netzwerken grundsätzlich auch in der Ärzteschaft eine Rolle oder auch das, es sind ja auch oft dann sehr, sehr etablierte Headhunter in dem Bereich da unterwegs, die sich wirklich seit Jahrzehnten auf den Bereich der Ärzte spezialisieren, die natürlich dann auch ihre Connections haben zu den einzelnen Chefärzten und so weiter. Ja, also gehört zum Recruiting-Mix einfach mit dazu und wir sind auch im guten Austausch und hervorragende Arbeiten, auch gute Insights, die Kollegen da immer liefern und ist auf jeden Fall ein spannender Bereich, mit dem wir auch eng zusammenarbeiten und man auf jeden Fall bei dem ärztlichen Recruiting absolut mit einbeziehen sollte, auch wie gesagt, aber dann halt auch abgestimmt nach Position. Also für einen AIWler in der Medizin weiß ich nicht, ob es sinnhaft ist. Ja, im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit, letzte Frage an dich jetzt. Was sind so die Milestones in diesem Jahr 2024? Was willst du gerne erreichen für Ärztestellen, für den Ärzteverlag, für dein Arbeitsgebiet? Zum einen unsere Mission weiter verfolgen, da dieses Bewusstsein zu schaffen und wir letztendlich einfach noch mehr Kliniken und medizinische Versorgungszentren einfach unterstützen können bei der Besetzung ihrer offenen Stellen, weil ich glaube, wie gesagt, auch der gesellschaftliche Kontext und Wichtigkeit, die dahinter steht, dass man eben eine gute Gesundheitsversorgung hat, einfach enorm wichtig ist. Gleichzeitig verbessern wir unsere Plattform, unsere Angebote, um auch den Ärztinnen und Ärzten immer bessere Jobangebote zu geben. Wir werden uns dieses Jahr mit dem Thema KI natürlich auch beschäftigen, intensiv, Thema Chatbots und so weiter. Und eben halt auch im Hinblick, diesen Mix zu finden, zum einen diese analoge Printwelt in Verbindung mit dem Digitalen, das noch weiter zu stärken, crossmedialer zu werden und einfach eine Plattform zu bieten, die zum einen für die Kliniken die Möglichkeit bietet, ihre offenen Positionen zu besetzen und für die Ärzte den passenden Job zu finden. Also viel, viel Weiterentwicklung von den bestehenden. Keine Langeweile im Jahr 2024. Das auf jeden Fall nicht. Und wir hoffen natürlich im April, dass die Krankenhausreform in trockenen Tüchern ist und dadurch wir Klarheit haben und auch die Kliniken Klarheit haben, wie sie sich aufstellen können für die Zukunft. Ich drücke die Daumen, Konstantin. Und ja, vielleicht können wir irgendwann mal Teil 2 machen zu diesem Gespräch. Ich fand das total spannend, mal Einblick in diese Branche zu bekommen, die über sozusagen meine anekdotischen individuelle Erlebnisse hinausgeht. Dir alles Gute, weiterhin ganz viel Spaß und Erfolg. Vielen Dank, Gero. Wie gesagt, Studie kommt nächstes Jahr. Wir schicken sie dir zu. Können wir uns gerne nochmal austauschen. Alles klar. Dann bis dahin alles Gute. Ciao. Ciao. Danke, Gero. So, das war's mit dieser Saatkorn-Podcast-Episode. Ich habe aber noch kurz zwei Tipps für dich. Und zwar einerseits das Embrace Festival 2024. Ich bin gerade dabei, das ganze Programm zusammenzustellen. Das Motto wird sein Embrace Tech, Data and Purpose to Recruit and Retain. Und es gibt wieder massenweise Case Studies, coole Gäste, coole Keynotes, volles Programm, was den Namen Festival wirklich verdient hat, am 5. und 6. Juni in Berlin. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Tickets gibt's ab sofort. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und gleichfalls in den Shownotes findest du auch den Link für den Saatkorn-Newsletter.
Jeden Sonntag gibt es da die volle Packung Recruiting, Retention und HR Tech. Das Ganze natürlich kostenlos, gespickt mit allem Content, mit Podcasts und oft auch mit Verlosungsaktionen. Und auch den Link gibt es in den Shownotes. Und jetzt ist das Werbeprogramm auch vorbei und ich sage einfach bis bald.